jemand aus, der Lust auf einen Kartentrick hat? Welche Dame? Meinen Sie etwa mich? Wetten wir um ein großes Bier, dass ich Sie beeindrucken werde? Oh, eine Wette. Sehr gerne. Oh ja, Alexander, ich will einen Trick sehen. Nun, Sie haben den jungen Mann gehört. Er will einen Trick sehen. Dann zeigen Sie mal Ihr Können. Wenn Sie mir dann zur Hand gehen würden, der Herr, ziehen Sie diese Karte und stecken Sie sie zurück. Wo wünschen Sie, dass ich Ihre Karte befinden soll? Hier, in meiner Seitentasche, unter dem Gehrock. Erlauben Sie, ich hatte meine Frage noch nicht beendet. Bestimmen Sie doch, wo die Karte sich im Spiele befinden soll. Oben oder unten? Na, dann oben. Gut. Nennen Sie mir die Karte. Karo Ass. Tada, hier seht. Nun, aber wie Sie selber sehen, das ist nicht meine Karte, das ist eine. Was? Aber ich, aber das muss Ihre Karte sein. Nun, alle Anwesenden hier können Ihnen bezeugen, dass ich eine andere Karte gezogen hatte. Ja, das war ein Karo Ass. Mann, das Kunststück ist doch gewiss noch nicht zu Ende. Der große Clou kommt wohl erst noch. Das glaube ich auch. Am Ende hat die Dame mir wahrscheinlich die Karte doch in meine Tasche praktiziert. Lassen Sie mich einmal nachsehen. Oh, tatsächlich. Hier ist sie. Ja, das ist die Karte. Danke, danke. Sie tun mir Unrecht. Ein Bier für den Herrn. Der Herr, Sie verstehen anscheinend auch etwas von Kartentricks. Bitte sehr, geben Sie uns doch auch einige Kunststücke zum Besten. Oh. Nun, ich will mal... Ach, hoppala. Nun, ich bin wohl etwas aus der Übung, also... Entschuldigen Sie, lassen Sie... Danke sehr. Jetzt ziehen Sie bitte eine Karte. Na, da bin ich aber gespannt. Gut, also hier... Nein. Verraten Sie es mir nicht. Sie haben eine Karo 7 gezogen, richtig? Ja, genau. Hier, wie haben Sie... Das hat schon mal funktioniert. Haben Sie den Trick durchschaut? Ein guter Trick. Ah, das Bier. Setzen wir uns doch hier rüber. Ich bin mir aber sicher, dass ich genau diese Karte ziehen sollte. Und Sie dem Zufall ein wenig nachgeholfen haben. Ich muss zugeben, war der Trick so leicht zu durchschauen? Nun, dann führen Sie lieber noch einen vor, da Sie es ja scheinbar besser verstehen, mit dem Kartendeck umzugehen. Ja, nun, ich habe ja auch mal klein angefangen. Wollen wir mal sehen. Ha, auf diesen Trick kommen Sie nicht, werter Herr. Meine Damen und Herren, der werte Herr möchte noch eine Lektion lernen. Seien Sie sich da mal nicht so sicher. Mein Bruder... Na, August. Wer ich bin, tut noch gar nichts zur Sache. Ihr führt mich hier doch nicht an der Nase herum. Nein, werte Dame. Wie auch immer. Darf ich noch eine Karte ziehen? Ich bitte darum. Und jetzt oben oder unten? Sie soll oben liegen. Und hier ist sie. Nee, das ist sie nicht. Ich hab's gesehen. Er hat einen Karo Buben gezogen. Das hier ist ein Herz Ass. Da wollten Sie mich wohl an der Nase herumführen, wie? Bestimmt ist die Karte wieder irgendwo hier. Ja, sicher. Irgendwo. Schauen Sie bitte alle mal nach. Die muss doch irgendwo gelandet sein. Das kann doch nicht sein. Ich wollte doch nur einen einfachen... Was hat denn der Wirt da vorne? Wo, August? Na, da vorne, am Ende des Tisches. Da liegt doch irgendwas zwischen seinen Servietten hervor. Herr Wirt, würden Sie freundlichst einmal unter die Serviette greifen? Genau diese. Ah, eine Karte. Halten Sie sie kurz hoch? Ja, das ist der Karo Bube. Was? Nee. Ja, entweder Sie sind der Teufel oder... Der große Magier Herr Alexander? Ich darf gestehen, ich bin der große Magier Herr Alexander. Und ich werde es Ihnen beweisen. Wie willst du das denn machen? Das ist eine sehr gute Frage. Der wahre Herr Alexander hält sich doch nicht mit Kartentricks in Spelunken auf.
Ja, das hatte ich auch gedacht. Papalapap. Keine Kartentricks mehr. Ich werde ein Kunststück vollbringen, das Sie alle hier im Umkreis noch nie gesehen haben werden. Morgen Abend wird es eine Gratisvorstellung des Könnens des wahren Herrn Alexander geben. Hier im Gasthaus? Genau hier in dieser Schankstube. Nun bräuchte ich nur eine helfende Hand. Sie haben doch Ihren Jungen hier. Ja, dafür bräuchte es jemand anderen. Sagen wir, jemand, der Schneid hat, Dinge zu tun, die sich sonst niemand traut. Jemand, der sich nicht verdächtig macht, mit mir unter einer Decke zu stecken. Sie werden morgen auf mich schießen. Ich werde was? Sie werden auf mich schießen. Mhm. Sie wissen schon, das wird ein Riesenspektakel. Denn ich vermag es nicht nur, ein paar Karten zu verzaubern. Ich kann auch eine abgeschossene Pistolenkugel, ich wiederhole, eine abgeschossene Pistolenkugel mit den Händen fangen. Das glaube ich nicht. Ach nein. Nun, wie ich schon sagte, ich beweise es Ihnen. Sie alle haben es gehört. Sagen Sie es weiter. Morgen Abend wird diese Dame hier mit einer Pistole, ich wiederhole, mit einer Pistole auf mich schießen. Und ich werde die Kugel selbst aus der Luft fangen mit meinen Händen. Was war das denn? Wir haben doch gar keinen Trick, bei dem du eine Kugel fängst. Doch, August, den gibt es. Nun, ich habe ihn länger nicht aufgeführt, weil er immer ein gewisses Risiko birgt. Ein gewisses Risiko? Das ist Selbstmord. Weißt du, es gibt ein Ende bei so einer Pistole. Das ist tödlich. Ach, du kennst mich doch. Das wird schon. Kann nicht wenigstens ich auf dich schießen, dann kann ich daneben zielen und dann... Das ist ja gerade der Witz. Diese Kartentrickserin erweckt keinen Verdacht, daneben zu schießen oder die Kugel aus dem Lauf zu nehmen. Sie wird auf mich schießen, in der Absicht, mich zu verletzen. Der Witz? Das ist ungefähr so witzig wie der Galgen des Großherzogs von Mecklenburg-Dings, dem wir da nur entkommen sind, weil er dich so vergöttert hat. Aber August, hier bietet sich die fantastische Möglichkeit. Wir können ein wenig an unserem Beruf arbeiten. Wenn die normalen Menschen etwas vollkommen Unglaubliches sehen, dann wird uns ein gewaltiger Ruf vorauseilen. Wie damals, als bei meiner Ankunft die Turmuhr in Rendsburg 172 Mal schlug. Purer Zufall, aber da war was los, das glaub mir mal. Aber die Leute kennen dich doch schon. Diese Kartentrickserin kannte sogar deinen Namen. Ja. Sie. Aber die beschäftigt sich auch mit Kartentricks. Wenn ich eine Pistolenkugel fange, dann wird das Publikum wie Schafe in die Theater stürmen. Aber wie willst du das denn machen? Eine Pistolenkugel? Mensch, Fritz, die ist schnell. Das ist selbst für dich eine schwierige Aufgabe. Keineswegs. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Jetzt komm. Der Wirt hat alle unsere Kisten da hinten in der Abstellkammer gelagert. Da, wo es raus zur Mühle geht. Ja. Ja, gut. Wir brauchen erstmal Licht, sonst können wir lange suchen. So, das sollte besser sein. Also hier vorne in der Kiste, hilf mir mal eben. Ja. Mhm. So, die hier brauchen wir. Aha. Und ich habe mich immer gefragt, was du da drin hast. Und gut, dass du mir nachgesehen hast, kleiner Bruder. Ich habe hier nämlich zwei Pistolen. Was? Und ich dachte, die Sache mit dem Revolver in der Manteltasche, das sei nur Schauspielerei gewesen. Das war es auch. Diese beiden hier waren immer schön brav in dieser vernagelten Kiste in ihrer Schatulle. Und hier verbirgt sich der eigentliche Trick. Das ist ja gut. Darf ich mal eine von denen halten? Ja, aber vorsichtig. Das ist schwerer, als ich dachte. Das stimmt. Hier kommen Pulver und Kugel rein und der Zündstein genauso. Dann hier hin. Aha. Dann nur noch spannen und wenn du dann hier den Abzug betätigst, bang! Aha. Aber deine ist natürlich nicht echt. Wie? Nicht echt? Och, Fritz. Nun hab dich nicht so. Deine ist viel ausgefeilter. Ausgefeilter? Hier habe ich eine Kugel. Ja. Schau, wenn ich sie in die echte Pistole lege, rollt sie wieder heraus und kann den Lauf verlassen. Aha.
Wenn ich aber deine präparierte Pistole nehme, dann wird sie durch eine Vorrichtung zurückgehalten. Wenn der Schuss knallt, dann kommt nur das Mündungsfeuer raus, aber keine Kugel. Und ich tue dann so ganz einfach, als hätte ich die Kugel gefangen. Dabei halte ich sie natürlich die ganze Zeit verborgen in meiner Hand. Und die präsentiere ich dann. Ah, ich verstehe. Sehr gut. Aber Fritz, die Leute werden die Pistole doch untersuchen wollen. Genau. Und das sollen sie auch. Dafür haben wir ja die echte Pistole. Ah. Wir lassen die Waffe untersuchen, dann nimmst du sie wieder an dich, tauschst sie unbemerkt aus und gibst die falsche Pistole heraus. Ah, da kommen sie doch nie drauf. Das ist der Plan. Aber du musst gut aufpassen, dass du ja auch die richtige Pistole nimmst. Nicht, dass ich am Ende mit einem Loch in der Brust auf der Bühne liege. Das wär's noch. Der große Herr Alexander stirbt bei einem Zaubertrick. Wir wollen es nicht drauf ankommen lassen, hörst du? Nee, lieber nicht. Also, wie funktioniert jetzt das Austauschen in dieser Schatulle? Also, zunächst einmal stellst du den großen Kasten, also natürlich nicht die schäbige Transportkiste, auf einen Servierwagen oder was ähnliches. Also, das Wichtige ist auf jeden Fall, dass der Rand einen Teil des Kastens verdeckt. Stimmt, der ist eigentlich viel zu groß für eine Pistole. Genau. Und da drin ist dann der Trick? Ja, schau her. Das Samtfutteral hat viel mehr Stoff als nötig. Hier vorne, gut sichtbar, liegt die echte Pistole am Anfang des Tricks. Da nimmst du sie raus. Ich verstehe. Wenn du sie dann wieder bekommst, schiebst du sie hier rein. Da ist noch eine Falte. Alles klar. Dadurch schiebst du die andere Pistole nach oben, so dass es aussieht, als hättest du die erste nur ganz normal hineingelegt. Hörst du das Geräusch? Dieses Quietschen? Genau. Dieses Quietschen, das entsteht, wenn die Scharniere unter dem Samt die eine Pistole hoch und die andere runterdrücken. Was für eine schlaue Mechanik. Na, da kann doch gar nichts schief gehen. Na, leider doch. Schau mal. Achte bitte darauf, dass die Pistole wirklich hier, also genau hier, in genau diese Falte geschoben wird. Ja? Genau da. Und dass du sie wirklich hier hinlegst, auf die Mechanik. Weißt du, was eine Mechanik ist? Ja. Wenn du also die falsche Falte nimmst und sie hier hinlegst, passiert gar nichts. Ja, stimmt. Und wenn du dich aber einmal zum Publikum wendest, dann kannst du den Unterschied nicht mehr sehen. Es ist höchste Aufmerksamkeit gefordert. Mein Leben liegt quasi in deinen Händen. Aber keine Angst. Schon dieser nichtsnutzige, rumhurende Diener hat das vor dir hinbekommen. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, erleben Sie nun, vielleicht zum letzten Mal, den großen Meistermagier, den Mann, der Wasser in Blumen verwandelt, den Gebieter aller Elektrizität, den großen Illusionisten, Herrn Alexander. Danke. Haben Sie vielen Dank. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem, was mein Assistent, oder sollte ich sagen Sekundant, gerade als meine vielleicht letzte Vorstellung bezeichnet hat. Wie angekündigt wird diese Dame dort vorne gleich auf mich schießen. Und ich kann Ihnen allen versichern, mir wird nichts passieren. Darf ich Sie, gute Frau, bitten, sich hierher an diese Linie zu stellen? Hier? Ja, genau, an die Linie. Wir wollen doch die guten alten Regeln des Duells beachten. 15 Schritt sind es bis zu meiner Linie. Der Mindestabstand, wie hier sicherlich einige wissen werden. Und nun, August, die Waffe, wenn ich bitten darf. Sehr wohl. Mein Sekundant wird die Waffe nun herum. Scheuen Sie nicht, sie eingehend zu prüfen. Es ist eine echte Pistole. Hier, der Herr. Genau, der Herr. Seien Sie kritisch. Prüfen Sie jeden. Hatte jetzt jeder die Pistole? Sehr gut. Dann geben Sie nun die Pistole bitte zurück an meinen Sekundanten. Danke. Und damit ist bewiesen, die Pistole ist echt. Konnte sich nun auch wirklich jeder davon überzeugen, dass die Pistole echt ist? Ja, auch Sie dort hinten in der vierten Reihe.
Exzellent. Die Dame, Sie werden nun gleich auf mich schießen. Hier haben Sie schon einmal die Kugel. Diese Kugel werde ich gleich fangen. Zögern Sie nicht, untersuchen Sie sie. Ist die Kugel echt? Ja, völlig echt. Kommen Sie zu mir. Prüfen Sie mein Wams. Nichts davon kann eine Kugel aufhalten, richtig? Nein, alles so, wie es sich gehört. Sehr gut. Dann bitte ich Sie nun zurück an Ihre Linie. August, die Pistole. Ja. Die Dame, laden Sie jetzt bitte die Waffe. Schießen Sie, wann immer Ihnen danach ist. Feuern Sie bitte direkt auf mich. Keine Scheu. Nein, Moment. Alexander, nein! Und hier, Mesdames et Messieurs, ist die Kugel. Und ich hatte schon Angst. Du, mein Lieber, jetzt hörst du mir mal ganz genau... Ja, ja, was wird das denn? Na, ich versorg deine Wunde. Jetzt halt von still. Hör mal, das war grad au! Ja, großer Bruder, ich weiß, ich hab Mist gebaut. Aber du bist verletzt und jetzt halt still! Ja, was machst du da eigentlich? Na, ich reinige die Wunde. Wunde, da hab ich schon ganz an... jetzt hör doch mal auf! Das ist schon eine ordentliche Macke. Du kannst froh sein, dass die Frau so eine schlechte Schützin ist. Oh, schau mal hier. Guck mal, das wird schon ganz blau. Herrgott, warum hast du mich nur mit solch einem Assistenten gestraft? Immer den Schein wahren, mein lieber Herr Alexander. Oder soll ich doch lieber wieder Fritz sagen? Na, dir werde ich helfen, Böschchen. So, das war die 6. Folge. Alle weiteren Folgen findet ihr wie gewohnt bei Spotify, in eurem Podcast-Grabber, bei Apple Podcasts und natürlich auf seitenwälzer.de. Dort könnt ihr uns auch gerne Feedback geben. Und wenn ihr weitere Informationen wollt, dann schaut doch einfach mal bei herr-alexander.de rein.